So, jetzt habe ich tatsächlich eben auf Stream starten gedrückt und war so ein paar Minuten online. Wollte ich echt nicht, Leute. Ich meine, die da dann da waren, Nügen, Michel, Annick und so weiter. Das tut mir sehr, sehr leid, Easy. Da drücken sie mir auch noch zwei Subs rein. Die sind nicht vertan, Leute. Die sind nicht vertan. Aber erstmal wollte ich natürlich sagen, dass ich eben mal die Aufnahme querchecken muss, ob ich überhaupt gehört werde, weil die Jungs haben mir gesagt, sie hören mich gar nicht. Und als ich dann aber die Szene umgeschaltet habe, haben sie mich dann doch gehört übers Mikro. Aber hier in dieser Szene hier nicht. Da muss ich jetzt erstmal checken, ob die Aufnahme überhaupt was ist. So, und scheinbar ist die Aufnahme ja was geworden. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich hatte dann im Stream vor allen Dingen begonnen mit einer Geschichte, dass ich eigentlich hier noch gar nicht auf dem Desktop war, das heißt in Clash of Clans drin. Denn im Moment oder seit mehreren Wochen spiele ich das Spiel gar nicht. Und das heißt also, Toto Clash macht eigentlich was ganz anderes, was er aber auch nicht so unbedingt streamt, weil das Rollenspiel, was ich im Moment spiele, das ist eher, ja, wie soll man sagen, da gehe ich auch mal weg. Gehe eine Stunde irgendwo anders hin und dann spiele ich wieder ein Stündchen und so weiter. Also ich mache da na natürlich auch ein paar Sachen am Stück, aber ja, das ist dann, ja, eigentlich will man, das will man auf meinem Kanal nicht sehen, aber im Moment, wie gesagt, mache ich Clash of Clans eher wenig und ich wollte euch aber trotzdem einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ich habe euch auch gute Weihnachten gewünscht, glaube ich, oder frohe Weihnachten gewünscht. Also wünsche ich euch natürlich auch einen netten Rutsch ins neue Jahr. Wie es nächste Jahr wird, weiß ich noch nicht, was das Streamen oder was das Video machen angeht. Da bin ich noch so ein bisschen in meiner Selbstfindung, muss ich ganz klar sagen. Jetzt muss ich aber erstmal die ganzen Sachen eben wieder nach vorne schieben und das Game mal so ein bisschen nach vorne holen. Das habe ich jetzt auch schon echt ewig nicht mehr gemacht. Und aber ihr seht das hier, ich war jetzt 21 Tage, habe ich hier auch nicht mehr attackt. Das sind, würde ich mal sagen, 3 Wochen und 6 Stunden hier nicht mehr auf diesem Account gespielt. Allerdings muss ich dazu sagen, Liga habe ich aber Liga hatte ich noch mitgespielt. Und ich kann auch noch mal requesten. Mal sehen, ich muss noch irgendwo, glaube ich, den Avatar habe ich hier noch auf dem einen iPhone drauf. Was im Moment hier keiner haben will, hier das 7 Plus. Und da kann ich mir eben im Moment gerade spenden. Ich habe auch den Pass nicht weitergespielt, Leute. Ich habe die Clanspiele komplett verpasst. Wir haben jetzt den letzten Clankrieg gar nicht mehr angegriffen. Auch da bin ich eben fast nicht drüber gestolpert, aber ich meine, es waren Feiertage, Leute, und da hat man dann auch eigentlich was anderes zu tun, als unbedingt so Clash of Clans zu spielen. Und deswegen ist nicht so schlimm. Ich wäre eh nur mit einem Charakter dabei gewesen. Ich glaube, mit den anderen bin ich auch komplett rot, zumindest mit Thorsten und mit Avatar meine ich. Ich meine, der Avatar ist auch rot im Moment, weil, wie gesagt, wenn du überhaupt nicht spielst, dann musst du dich auch nicht verstellen. Avatar gar nicht mehr hier im Clan. Avatar, ach doch, da ist er auch noch nichts gemacht und macht jetzt aber so ein paar Spenden hier. Denn mit dem AFA habe ich ja zumindest den Goldpass gehabt und aber mehr auch nicht. Dann hat er jetzt wenigstens ein paar Spenden. Aber auch mit dem Account habe ich nicht mehr gespielt. Ich bin so ein bisschen im Pass hängen geblieben. Ein Tag 13 Stunden. Ich könnte jetzt noch den Pass tatsächlich durchspielen, aber ich muss mich dann auch schon hart dazu zwingen, hier aufs Tablet zu gucken. Im Moment bin ich hier im Tablet nur im Discord und hänge dort in ganz, ganz anderen Sphären ab. Also natürlich, wie ihr es vermutet, in New World, in einer Kompanie, wo es heiß hergeht, also viel PvP. Und so ein bisschen PvE, natürlich ein bisschen grinden, ein bisschen labern, ein bisschen farmen, ein bisschen kräften, alles was dazugehört, macht mir halt im Moment ein bisschen mehr Spaß. Und bin auch etliche Stunden dort solo unterwegs. Das ist man hier natürlich auch, beziehungsweise wenn, dann ist man das hier irgendwo im Clan. Hatte eigentlich auch dem Noob zugesagt, bei seinem Turnier so ein bisschen was zu machen, habe ich auch nicht gemacht. Sei es drum. Tut mir auch ein bisschen leid, dass ich mich bei der Szene so gar nicht gemeldet habe. GML hat auch schon angefragt, Toto, machst du überhaupt noch was? Im Moment weiß ich es nicht und ich weiß auch nicht, ob es im nächsten Jahr denn dann überhaupt irgendetwas geben wird oder ja, ob ich mich nochmal so richtig in dieses Game vertiefe. Ich meine, wenn ich es natürlich sehe, dann brennen mir auch, ich will nicht sagen, mir brennen jetzt die Finger, unbedingt einen Angriff zu machen, aber wir machen mal was. Ich bin ja jetzt nach 3, 4, 5 Wochen überhaupt nicht spielen, ist man, glaube ich, ist man ein bisschen raus aus dem Game, oder?
Oder was meint ihr? Oder kommt man da sehr, sehr schnell wieder rein und fängt wieder ein bisschen Feuer? Was ist eigentlich die Meta? Ich habe überhaupt nichts mehr an Truppengeschichten gespielt, beziehungsweise an bestimmten Kombinationen oder an irgendwelchen Kombis rumgefeilt. Auch in der letzten Liga-Woche habe ich nichts mehr, ich will nicht sagen anbrennen lassen, aber wir haben halt unsere 2 Sterne gemacht, wären ja fast sogar aufgestiegen. Oh, das ist das Winterdorf. Oh, das ist doch ganz schön schick, ne? Okay. Ist ja doch ganz schön schick. Okay, ja, das sieht gut aus. I like it. Würde ich mal so sagen. Sieht doch ganz gut aus. Sie haben noch 14 Stunden Zeit. Lasst euch überraschen, ob ich das im nächsten Jahr habe oder nicht. Pässe habe ich noch ein bisschen offen. Ich habe ja auch keine mehr verlost an euch, da ich auch gar nicht, wie gesagt, ich habe nicht gestreamt. Und wer nicht streamt, der braucht dann auch keine Pässe verlosen. Das wäre dann auch ein bisschen doof. Oh, den könnten wir fast mitnehmen, machen wir aber nicht. Aber so einen, den können wir mitnehmen. Oh, der hat so ziemlich viel außen und ein bisschen drin. Was habe ich denn eigentlich am Start? Ah, okay. Die Luftdinger da. Single. Der eine ist da sogar im Bau. Das ist perfekt. Da ist ein Scattershot. Dann machen wir mal... Wir gehen mal hier mit der Dame rein. Mal sehen, vielleicht... Na, pass mal auf, ich fange doch wieder Feuer für irgendetwas, beziehungsweise nicht für irgendetwas, sondern für Clash of Clans. Und das kann ganz, ganz schnell gehen. Ich meine, die Phase bei dem Rollenspiel war auch nicht endlich. Sie war, wie soll man es sagen? Sie war zwar da, aber sie war auch mal ganz, ganz schön auf Null. Hätte ich mal gerade gesagt, denn auch dort gab es mal so ein paar Phasen, wo ich gesagt habe, das ist es denn doch nicht. Und da sollte man denn doch irgendwie was anderes machen. Oh, ich habe gar keine, sehe ich jetzt gerade, Flugmaschine. Oh, ich muss die Queen mal eben zünden, unsichtbar machen. Den Inferno hier friesen wir mal weg. Und dann nehmen wir das mal so mit rein hier. Die hier auch mit durch. Den Borden stellen wir mal nach Luft. Oh, meine Queen ist hin, okay. Meine Queen ist hin. In der Hoffnung, dass da noch was ist. So, die nehmen wir mal eben in die Pflicht. Und nehmen mal eben hier ein bisschen was in Frost. Da geht er weg. Okay, perfekt. Den könnten wir eigentlich auch so ein bisschen von da machen. Hier haben wir noch einen Magier. Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ich kann es doch noch. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, Leute. Oh, der Frost war natürlich derbe daneben auf die Kanone, okay. Ah, der Frost war ein bisschen daneben. Naja, aber immerhin, gar nicht mal so schlecht. So für den ersten Angriff nach 3 Wochen, würde ich mal so sagen. Also gehen tut ja denn doch noch ein bisschen was. Und meine Kameraposition ist noch ein bisschen komisch. Auch die musste ich ein bisschen umhantieren, weil mein Mikrofonständer war zwischenzeitlich auch kaputt. Der ist mir kaputt gebrochen, weil er ein bisschen labil war für dieses große Mikrofon. Und da musste ich hier eben ein bisschen umbauen. Aber den Dreiern wie hier sogar. 47 Sekunden. Jo, perfekt. Geht noch. Okay. Ach, ich lese hier noch euren Chattext von eben. Tut mir echt leid, dass ich nicht online geblieben bin. Hätte ich ja echt wirklich mal machen können. Einfach mal so, ach scheiße, jetzt hast du einen Stream angeworfen. Aber wirklich, ich wollte wirklich nur aufnehmen gestern Abend. Denn ich will nicht sagen, ich habe jetzt Termindruck. Es ist erst 19 Uhr. Aber ein bisschen zockeln wollte ich denn doch noch. Jetzt haben wir ein bisschen Clash of Clans gezockt. Okay, können wir nochmal nachbauen. Und damit habe ich immerhin einen Angriff gemacht. Ich bin in einer Liga. Hurra. Und bin mit 100% wieder dabei. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also nochmals gesagt, ich wünsche euch, dass ihr nett ins Jahr 2022 kommt, dass das Jahr 2022 für euch auch wieder ein erfolgreiches Jahr wird. Für mich war das Jahr seit August nicht mehr ganz so dolle. Also ich hatte so ein bisschen so, ja, ich habe es glaube ich schon so hier und da mal angedeutet, so ein bisschen eine Lebenskrise, so eine Lifetime-Crisis oder sowas, keine Ahnung. Das Ganze ist aber ad acta gelegt und ganz, ganz weit Geschichte. Also von daher
ja, bin ich dann bin ich ein bisschen auf anderen Sachen gewandelt, jetzt auch spielemäßig. Also seht es mir nach. Ich meine, ich habe mich jetzt heute Abend auch hingesetzt, habe versehentlich einen Stream gestartet, habe jetzt eine Aufnahme gemacht und ja, ich würde sagen, ich verbleibe. Ich glaube, ich bin sogar noch unter 10 Minuten für euch. Ah, ich bin ganz, ganz kurz rüber, aber es wird keine Werbung geben, denn wer nichts macht, hat auch nichts verdient. Ich hoffe, ihr habt in jedem Fall einen coolen Jahresstart, also kommt gut rein, trinkt in Maßen und ja, treffen. Ihr kennt das selber, es gibt ja so gewisse Regeln hier seit 28. Dezember. Also alles Weitere dann in den Streams oder vielleicht auch in den Videos. Wir wissen es nicht, ich weiß es nicht, ihr wisst es nicht. Also alles Gute, bis zum nächsten Jahr. Euer Toto. Clashed.